Das sieht gut aus. Pass auf, wir tippen jetzt einfach mal das erste Level ein. Und zwar, es ist von Tam... Oh nein, es ist ein schweres Level. Okay, wir machen 10 Versuche. Das erste Level ist... Wir machen 10 Versuche. Und dann lassen wir es liegen, weil ich will mich nicht 8 Jahre an einem Level aufhalten. Kaizo Castle. Kaizo Castle. Aber ich meine, es hat immerhin 3% Abschlussrate. Das ist nicht so bad. Aber 10 Versuche, Freunde. Außer beim 10. Versuch haben wir es fast geschafft. Muss ich da drauf spinnen? Okay, ah, ja, ja. Verstehe. Ach, du Kacke. Oh, nee. Muss ich von da direkt an diese Wand ran? Ja, ich... Oh, boy. Okay, Freunde, ich glaube, das wird schwierig. Boah, muss man da so um die Kurve fliegen und einen Wandsprung von diesem Ding machen? Sehe ich das richtig? Boah! Okay, ja, 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 verstanden. Ja, ich glaube, mit 10 Versuchen komme ich nicht sehr weit. Ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht das passende Auftaktlevel für heute. Ah, nein! Oh, ich war ganz kurz dran! Das ist ein Level, was nicht ein gutes Auftaktlevel für Samstagmorgen. Wir fangen mal mit Mario Maker 2 an, ist. Mein Level ist im Dschungelstil gebaut und man muss versuchen, alle 3 Starcoins zu finden. Das klingt doch schon mal entspannter für den Samstagvormittagsstream. Da bin ich doch schon mehr dabei. Das klingt doch jetzt mal noch so nach einem... Na, wir gucken uns mal ein bisschen um. Pass auf, hier geht's rein. Haha, wusste ich. Übrigens, was mir hier... Oh boy. Was mir sehr fehlt, ist... Nein! Oh mein Gott, es fehlt mir gar nicht. Ich wollte sagen, was mir sehr fehlt, ist meine Wicked-Brille. Ja, da war übrigens Starcoins Nummer 1. Ich habe meine Wicked-Brille, glaube ich, sogar dabei. Ich glaube, ich habe die legit mitgenommen. Ich muss sagen, also halt Mario Bros. U und Wii bin ich halt voll drin gerade, ne? Weil ich das jetzt halt... weil ich halt sehr viel Mario Bros. Wii gerade spiele. Verdammt. Brauche ich hier einen P-Switch? Oder hätte ich eine Koopa-Shell mitnehmen müssen? Vielleicht eine Koopa-Shell. Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen vermisst, für Level zu spielen. Oh, what? Habe ich 2 Starcoins verpasst? Laber doch nicht. Also ich meine, oha. Ich meine, die eine ist in der Röhre. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich da hinkomme. Aber, what? An solche Röhren kann man auch rein. Oh boy, das habe ich vergessen. Da bin ich jetzt, da... Aha, das erklärt einiges. Ich war so, das ergibt gar keinen Sinn, dass man da rein kann. So, logisch. Okay, okay. Aber es müsste ja wahrscheinlich Starcoin 3 sein, weil danach kommt ja nicht mehr viel. Also ich meine, das hier sieht schon irgendwie verdächtig aus. Aber ich wüsste jetzt nicht, was hier sein soll. Ah, ein One-Up nochmal. Okay, okay, okay. Oben war Boden. Aha! Boah, gar nicht so einfach. Let's go! Oh yeah. Ey, das war echt nicht so easy. Wirklich. Das war ein chilliges Level. Das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Laune gemacht. Don't stop speedrun. 70 Sekunden. Ach du Kacke. Oh, okay, das wird gar nichts. Aber wir müssen ja üben. Wir müssen ja erstmal üben. Oh, da hätte ich, glaube ich, auf die Blume drauf gemusst, oder? Nee, oder? Nee? Oh, what? Ach, da hätte ich auch einfach nur sprinten. Okay. Oh Mann, warum schaffe ich sie mal nicht darüber? Yeah, sexy. Ich liebe diese getimten 3 Sprünge, die sind so geil. Yes. Hier einfach nur sprinten, ne? Genau. Oh no. Nein! Oh, what? Oder was? Wie hätte man da durchkommen sollen? Oh, oh Gott, ich muss den Spin-Knopf gedrückt halten. Shit. Ja, wahrscheinlich hat mir der Speed dafür gefehlt, ne? Bin mir jetzt auch noch nicht ganz sicher, was da passiert ist. Oder diese Goombas waren nicht mehr in der richtigen Reihenfolge, weil ich unten so aufgehalten wurde. Ja! Da war eine Lücke, weil ich zu slow war. Davor. Okay, das war gut. Yes. Wow, 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 da ist schon das Ziel. Let's go. Das ist natürlich von der Zeit her sehr entspannt, aber ein geiles Level. Ey, das hat mir voll Spaß gemacht. AJB810 oder AJB mit einem kurz, aber spaßig Level. Ich bin gespannt. Das war kurz, aber spaßig. Hahaha.
Ich hätte aber sterben können. Ich dachte eigentlich, ich sterbe. Oh nein, das nächste Level heißt schwer. Okay, wir gucken uns das mal an. Wenn immer Level mit schwer markiert sind, dann bin ich immer schon so, ja, okay, mal sehen, ob wir es abschließen. Oh, ein Helm. Let's go. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, es ist richtig krass, dass ich den gefunden habe. Okay, da muss ich das safe unten lang, oder? Da unten irgendwas, was ich brauche? Nee. Okay. Oh boy. Oh boy. Okay, ich glaube die Coins. Ach komm, wir nehmen sie mal. Wir müssen uns halt, das Schwierige bei solchen Leveln ist sich halt zu merken, quasi, bis wohin steigt die Lava. Ich muss in die Röhre rein, oder? Nee. Doch, okay. 5 Münzen müssen in der Subworld sein. Ja, ja. Ah, ich verstehe. Okay. Ah, die steigt langsam. Muss ich da schnell genug sein? Wahrscheinlich, ne? Okay. Und jetzt direkt hier rein. So, und da müssen wir jetzt so schnell wie möglich runter. Ah, wirklich Vollgas, ne? What? Kommt da noch was? Okay, nee. Okay, ich weiß nicht, wo die letzte Redcoin ist. Ich weiß nicht, wo die letzte Redcoin ist. What? P-Switch-Tür in der Sub-Area. Oben, aber schaut mal, da oben ist eine Röhre mit einer Tür. Ich hab das Gefühl, wir müssen Ding, eine Holztür finden. Die uns, aber die Holztür muss in dieser Area hier sein. Nee. Wie soll das klappen? Oh mein Gott. Warte mal. Wir müssen noch irgendwo Zeit rausholen. Wir wären jetzt bereit, ins Ziel zu gehen, aber uns fehlt noch ein bisschen was. Welche P-Switch-Tür? Stimmt, am Anfang nicht alle Münzen mitnehmen. Ja, damit kann man Zeit rausholen. Wie soll das geht nur mit der P-Switch-Tür, kann das sein? Bei der P-Switch-Tür ist ein versteckter P-Switch. Oh nein. Die roten Münzen sind nur Scam, oder? Es ist mit den roten Münzen nicht möglich, kann das sein? Och nee, ist das jetzt wirklich die Lösung für alles? Die roten Münzen sind übelster Scam? Nein. Nein. Nein, das ist... Das ist so wack. Ich finde das Level nämlich, to be honest, gar nicht so schlecht. Ich finde, wir haben unser Bestes gegeben. Und wir waren sehr weit. Wir hatten alle 10 Redcoins und waren schon auf dem Weg zum Ziel. Also wenn man die Route noch ein bisschen optimieren würde und so, wird es wahrscheinlich gehen. Aber ich vermute, der Ersteller hat es wahrscheinlich selber nicht geschafft. Start. Dann schauen wir doch mal. Ein Ding, du. Oh, wie. Keck, you. Blume. Okay. Ding Dong, oh, Keck, you Blume. Ding Dong. Nee, ach, Scheiße. Leute, das hat jemand gespoilert. Oh mein Gott. Ach du, okay. Feuerwerk, Rums, Au! Konfetti. Feuerwerk, Rums, Au! Konfetti, Heiligenschein. Feuerwerk, Rums. Konfetti, Heiligenschein. Ja, das ist es doch schon. Let's go! Finale. Oh boy, 6 Stück. Okay, Ding Dong. Ding Dong, Ding Dong, Blume. Ding Dong, Blume, Keck, you. Ding Dong, Blume, Keck, you Party. Ding Dong, Blume, Keck, you Party. Grüße von der geilen Socke. Au. Es wird nicht die 1 sein. Er wird nicht nochmal die 1 nehmen. Ding Dong, Blume, Keku, Party. Ich habe ihn einfach ausmartet. Ich wusste einfach. Und wohin verdienen sie? Ich wusste einfach, welche von den 3 Antwortmöglichkeiten er nimmt. Einfach weil ich wusste, wer die Antworten sortiert. Let's go! Ey, das war, to be honest, ein ziemlich cooles Level. Ich glaube, in der Art und Weise habe ich das noch nie gesehen. Bin gespannt. Mario Galaxy. Sieht sehr entspannt aus. Habe ich Mario Maker 3 gesagt? Ja, es ist das Wunschdenken, Freunde, dass wir neuen Content bekommen. Wisst ihr noch, Freunde? Wie Nintendo sagte, Mario Maker 2 bekommt richtig lang Updates.
Vor allem auch neue Welten-Themes und sowas. Wie der Mario Maker 2 nach gefühlt einem Jahr gestorben ist. Aber ich meine, Mario Maker hat auch nur 2 bis 3 Millionen verkauft, Freunde. Halt schon wack. Das ist für Mr. Nintendo nicht gut. Vor allem, weil da, glaube ich, viel Arbeit reingeflossen ist. Also, Nintendo hat Arbeit in ein Spiel gesteckt und es hat sich nur 3 Millionen Mal verkauft. Das ist schon, sowas tut 5 Millionen, was, 5? Und sie haben trotzdem gesagt so, ah, nee, Bruder, das ist uns, okay, jetzt wird's immer mehr. Also aus 5 wurde 7, jetzt schreibt einer 8 bis 9. Okay, das Level war kurz. Also sie haben jetzt irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen. Und Mr. Nintendo sagt, ah nee, also 7 Millionen verkaufte Einheiten ist mir zu wenig. Für dieses Spiel stellen wir trotz leerer Versprechungen den Support ein. Ist halt so wack, ne? Wie können wir eigentlich immer noch Nintendo so toll finden? Die verarschen uns nach Strich und Faden. Zelda-Style. Okay, kriegen wir jetzt vielleicht nochmal ein gutes Link-Level? Ich glaube, ich mache es einfach über Bomben. Ich glaube, das ist am chilligsten. Yeah! 2 Röhren, okay. Was ist das, eine 8 da oben? Ich verstehe nicht ganz, was das darstellen soll. Eine 8 Millionen. Nein, es ist keine 8 Millionen. Man geht einfach durch 5 Millionen Röhren. Wir sprengen den einfach weg. Wir machen das No-Hit. Okay, wurde getroffen. Yeah, let's go. Wisst ihr, jetzt wechsle ich extra auf 5 Millionen, damit ihr mich nicht mit 8 Millionen verarscht. Und jetzt werde ich auch Also kann ich irgendwann nochmal eine Zahl fürs Übertreiben verwenden, ohne dass ich dafür von euch gefrontet werde? Simi, ich danke dir fürs Level. Alles klar, Freunde. Dann werde ich jetzt losdüsen. Bis zum nächsten Mal.